Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK. Mein Name ist Oliver und ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Und meine beiden Dodos hier, die scheißen mir gerade die ganze Hütte voll. Was ich nicht so wirklich lustig finde. Und ja, es wird Tag. Dann würde ich sagen, wir gucken mal raus. Und ich bin irgendwie immer noch so, ich bin so immer noch so ein bisschen so Minecraft-Mindtest geschädigt. Dass irgendwie die Nacht besonders gefährlich ist. Was in ARK so eigentlich nicht stimmt. Sie ist insofern gefährlicher, dass man nichts sieht. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie sämtliches Böse aus allen Ecken rausgekrochen kommt. So ist es hier auch nicht. Das stimmt irgendwie nicht. Also da muss ich ein bisschen mein Verhalten noch so ein bisschen drauf ändern. Wie auch immer. Ja, ihr beiden, kommt mal her. Ja, ihr wisst nicht wie, ne? Ja. Komm mal her. Du kommst mal mit mir. Ja. Ach, da geht's raus. Ich sehe gar nichts mit dem Dodo in der Hand. So, du raus. Du kommst bitte auch her. Du kommst bitte auch her. So. Na. Raus mit dir, danke. Dodo, verpiss dich. So, einmal auf die 3 gedrückt und einmal J gedrückt. Genau, ihr kommt bitte beide mit. Ich würde sagen, wir versuchen noch ein bisschen zu leveln, was noch ein bisschen dauern kann. Weil, ja, ich hätte gern hier die Tür zu. Tür zu. Danke. Ja. Ihr dürft mir beide folgen. Und hier ist tatsächlich fast nachgewachsen. Das ist gut. Ach so, ich muss die Hände frei haben. Entschuldigung, das habe ich schon wieder vergessen. So, wir grapschen das hier auch mal weg. So, und das grapschen wir mal weg. So, und alles sieht so schön friedlich aus. Das täuscht meistens. Ja, kommt ihr? Schön herkommen. Ich hätte gern. Ich hätte gerne, ja. Na, die Schleuder gelernt, damit ich mal was Größeres umlegen kann. So, komm her. So, ich glaube, wir brauchen in Zukunft mal ein bisschen mehr Stroh. Oh, ne, den kloppen wir natürlich so nicht um. Wir nehmen kleineres. So, und ja. Ja, so, Didi. So, du darfst mal das hier tragen. Kannst du noch verschleppen? Gewichtmäßig? Ach, du bist noch gut unterwegs. So, ich würde sagen, hier, schlepp das. Ja, so, zu futtern hast du auch noch genug. Du bist auch noch gut unterwegs. Ja, dann würde ich sagen, dann kann ich ja was futtern. Ich habe kein... Oh, 9-mal gebratenes Fleisch. Vielleicht sollte ich das mal... Das sollte es... Ach so, 9... Nee, gebratenes Fleisch liegt auf der 9. Okay. Ja, ich bräuchte eigentlich ein bisschen Frühstück, ne? Ihr Lieben. Da drüben rennt ein Triceratops rum, ein Trike. Das wäre ja auch nicht schlecht, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Ja, zur Not muss ich halt ein paar Beeren fressen, wenn ich hier jetzt nichts Passendes finde. Wir nehmen mal... Ja. Ach, so einen großen Baum, den wollte ich eigentlich gar nicht abholzen.
Ja, ich muss mal kurz was essen. So. Eigentlich warte ich nur darauf, dass ich leveln kann. Na, hörst du wohl auf zu ruckeln? Das ist nicht nett. So, ja. Hier, komm mal her. Ich muss das ja nicht alles schleppen, ne? So, wie voll bist du denn? Ah, du kannst noch. Na, hier, dann schleppt man mein Holz auch noch. Sechsmal gegrilltes Fleisch. Na, dann nehmen wir doch mal was. Das haben wir jetzt auf der Null, ne? Ja. So, damit wären wir einigermaßen satt, würde ich so behaupten. Ja. Schildkröte, Schildkröte. Ja, eine Schildkröte wäre natürlich auch ein Hit, ne? Und es ist sehr, sehr friedlich hier. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Na, es fehlt gar nicht mehr so viel. Dann können wir schon, dann leveln wir schon fast. Ja. Ihr seid die Besten. Kann ich, da oben ist ein Bronto. Und was rennt da noch rum? Irgendwas Kleineres. Ja, mitkommen. Immer schön mitkommen. Ihr seid die Besten. Ich nehme mal wieder einen Speer in die Hand. Und ursprünglich wollten wir ja mal da drüben bauen, ne? Auf der anderen Seite. Was sich gerade jetzt ein bisschen erledigt hat wieder. Ich suche nach einer flachen Stelle zum Rüberkommen hier, ne? Eigentlich. Es gibt zwei flache Stellen, wo man einfach rüberrennen kann. Dann müssten meine beiden Kumpels aber hier bleiben, ne? Ja. Wir gehen mal hier entlang. Also der Strand ist die perfekte Anfängergegend, ne? Muss ich aber echt sagen. Zumindest hier in dem Abschnitt habe ich wirklich Glück. Bis jetzt sind wir hier größeren Sachen bis immer schön aus dem Wege gegangen. Was mir ganz gut gefällt, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, können wir uns hier drinnen ein bisschen umgucken. Ich hoffe, jetzt rennt mir nichts Großes über den Weg. Richtig groß, meine ich. Das ist halt immer so meine Angst. Ich bin halt immer noch Anfänger. Hier sind Zweigs. Ja, hier ist ja ein bisschen mehr Party schon, ne? Der ganze Strand ist voll mit Trikes und Glump und... Ja. Wo sind meine beiden Dodos? Ja, ihr müsst mitkommen. So, ich will immer noch leveln. So, mach das mal für eins. Sorgt dir mal ein bisschen Stroh. Ja, gut gemacht. So, es wird Zeit, dass wir mal leveln hier. Greta, wo ist... Ach, Bertha. Oh, nicht Greta. Na gut. Wo ist Didi? Wo ist Didi? Didi, du auch hierher. Komm. Ich würde gern, wenn wir es denn können, ich hätte gern ein bisschen Leder, ne? Aber im Moment sehe ich hier überhaupt gar nichts, was wir aber auf die Schnelle töten könnten, um an Leder und solche Sachen zu kommen. Und die beiden wieder. Ach ja. Ja, Bertha, du bist die Beste. Und Didi ist ein bisschen langsam. Schade, aber nicht. Ich muss mal kurz
Müsste hier noch ein bisschen rumgrabbeln. Einfach damit ich schneller level. Das ist der ganze Trick. Ich möchte einfach leveln. Damit wir das nächste Beste lernen können. Und wir haben echt Glück hier mit unserer Insel. Ich habe so ein Glück mit dieser Insel. Hallo. Ja. So, jawohl. So. Dann sammeln wir dich auch noch um. So. So, ja. Das machen wir mal weg. Da hinten rennt noch ein Schweig rum. So, ihr beiden mitkommen. Ja. Ich würde sagen, ich bringe euch mal ins Haus. Müsst ihr schon wieder essen? Nein. Oder? Naja, schaden kann es auch nicht. Wo war unsere Hütte? Hier. Wir wollten ja noch ein bisschen weiter bauen. Das könnten wir eigentlich auch noch machen. Das war hier. Die Wände mal hochziehen. Können wir denn schon bauen? Ja, können wir. Wunderbar. Ja. So. Mit Crafting geht, glaube ich, das schnellsten auf Hochlevel. Dann habe ich gedacht, ich crafte mal ein bisschen. Wir müssen die Hütte sowieso größer machen. Wie entfernt? Ach so, aus dem Inventar entfernt, ja. Ja. So, dann grabbeln wir hier wieder ein bisschen rum. So. Ja. Ihr beiden. Ihr beiden Großen. So, wir versuchen nochmal. Ach, jetzt habe ich eine zu viel gemacht, ne? Ach ja. Mensch, geh da rein, Trottel. Was soll denn sowas? So, ja. Warte. Nein, nicht den Sprotyram. So, Bertha. So, Bertha, du kommst mal mit rein hier. Egal, ob ihr mir alles vollkackt oder nicht. Aber hier bist du einigermaßen sicher. So, Didi, du auch bitte. Ja. Ah, Bertha, du hast es geschafft, wieder rauszukommen. Was soll denn das? So, Bertha, komm her. Ja, schön. So, ihr beiden. Ich muss einmal euer Inventar leer machen. So. Ne, zu futtern hast du noch mehr als genug. Das ist gut. Ah, warte mal. Bertha kann leveln? So. Nein, Bert. Ja.
Ich weiß nicht, wie ich Bertha jetzt. Das habe ich doch. Ging doch schon mal, ne? Keine Ahnung. So. So, was ist mit Didi? Ne, der braucht noch ein bisschen. Aber Bertha kann theoretisch leveln. Ich verstehe es nicht. Okay. Ja, ich verstehe es nicht. Ja, ich nicht. Didi? Inventar. Ah, da geht es. Alles klar. So, mal das ganze Holz mal zu mir. Das auch alles zu mir. So, zu futtern hast du auch genug. So. Du kannst mal. Du kannst mal. Die Gesundheit kannst du mal lernen. So. So. Ach so. Aha, ja. Gut, zu futtern hast du genug, das ist schön. Ich würde sagen, ich gebe dir trotzdem mal die Hälfte von den Beeren. Und die Hälfte hiervon. Und ja, okay. So, Didi. So. So, du hast ja noch ein bisschen. Okay, so, dann kriegst du den Rest, würde ich sagen. Ja. Ja. Stimbeeren? Ja, keine Ahnung. Ja. So, jetzt mal eigenes Inventar. Hoppsa, was war das denn? Ja. Ich brauche gar nicht mehr lange, dann level ich. Mir fehlen noch 2 Punkte. Hallo, das wäre ja wohl schaffen. Oh, Telefon, kleinen Augenblick bitte. Okay, hat sich schon erledigt, weil es ist unten jemand rangegangen. Gut, wir gucken mal. Wir wollten hier eigentlich mal ein Dach draufsetzen. Mein Inventar ist. Was trage ich denn mit mir rum? Wände jedenfalls. Strohwand, okay. Kann ich die irgendwo hinsetzen jetzt? Warte mal. Nein, Huch. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? So, die Strohwand nehmen wir mal wieder her. Kann ich die irgendwo hinsetzen? Und anschließend wieder abreißen? Das wäre mir ganz gern, ganz lieb, weil. So, da haben wir ein bisschen Ressourcen zurückgekriegt, weil die haben wir eigentlich zu viel. Ich hätte gern. Ich kann sogar noch was tragen. Okay, ich hätte gern. Ach, mit V geht das, ne? Ja. Ich hätte gern. So, jetzt müsste ich aber langsam mal bei den 2 Punkten angelangt sein. Level up, level up. Eine dritte Kiste? Nö, eigentlich. Da ist es. Haha, ich wusste es doch. So, was machen wir denn Schönes? Sauerstoff haben wir noch gar nicht gemacht. So. So, und jetzt. Wir haben 9. Ich brauche. Okay. Also so ein Parasaurolophus kann ich auch mit einem Knüppel eins überziehen. Also würde ich sagen. Fiumia, bitte. Ja, wo ich erstmal einen finde, ne? Nicht gelernt, Lederschlafsack. Mache ich erst einen Schlafsack? Ich glaube, es ist besser. Falls ich sterbe, dass ich wenigstens einmal zurückkommen kann. Okay, jetzt haben wir noch 6.
Und ich würde sagen, wir lernen das hier. Und dann gucken wir mal. So, herstellbares. Den Knüppel kennen wir schon. Haben wir auch. Haben wir aber. Ja, Strohdach brauche ich unbedingt. So, das hier ist alles noch tipptopp Zustand. Was ich gerne hätte, wäre. Hm, 25 Leder. Okay. Das ist noch eine ganze Ecke. So, ich brauche Lagerfeuer. Wo ist. Ah. Steine und Leder. 15. Okay. Das kriege ich vielleicht sogar. Hallo. Das kriege ich vielleicht sogar hin. Nee, das sind die Kackerhaufen. Okay. So. 19 Leder. Okay. 15 brauchen wir, ne? Und dann brauchen wir wie viel Stein? Ich hab's schon wieder vergessen. Reicht aber auf jeden Fall. Nein. 15 Leder. 65 Steine. Sag mal, im Ernst? Wie viel habe ich jetzt? 21. Ach, du dicke Scheiße. Ja, ich würde sagen, ihr Lieben, ich muss mal eben was gucken. Nein. So, Optionen. Ich wollte doch schnell mal gucken. Jetzt läuft das Spiel weiter. Das ist ja auch merkwürdig. Für alle bewegen, alle aggressiv. Minustaste, ist das richtig? Hm. Mhm. So. Ah. Ich brauche. Nein, das doch nicht. Hör auf damit. Ich brauche. Was kann man denn noch so schönes machen? Alle bewegen zu. Ach, das war das, genau. Mhm. Rückwärts, Befehl, alle. Huch, was ist das denn? Keine Ahnung. Alle passiv. Greife. Keine Ahnung. Ich muss unbedingt mal die Tastatur hier ein bisschen ändern. Halt. Alle bewegen zu, alle aggressiv. Ich möchte, dass alle stehen bleiben. Alle mir voll, alle stehen bleiben. Mit U, sag das doch. Alles klar, okay. So, so. So, ihr dürft hier stehen bleiben. So. Didi? Nein, Didi. 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 So. Didi levelt ja auch bald. Das dauert ja gar nicht mehr lange. So. Ah. T.
Tja, ist doch alles super. Ja? Ich denke, das ist okay so. Ich müsste irgendwann mal was trinken. Ich könnte mir auch ein paar Beeren einpacken. Das geht auch. Oh, wir haben nur noch Stimbeeren. Nein, ich wollte Steine sammeln, ne? Ich würde sagen, das mache ich jetzt auch. Wir legen mal alles Unnötige ab, dass wir wieder ein bisschen was schleppen können. Ja. Ja. So, wir brauchen auf jeden Fall. Ach so, Entschuldigung, was machst du denn da? So, das Leder brauchen wir auch gerade nicht. Stroh brauchen wir gerade nicht. Stroh brauchen wir gerade nicht. Hallo? Ach so. Ja, gut, okay. Fasern brauchen wir auch nicht. Zitronensamen. Hast du nicht gesehen? Verdorbenes Fleisch. Nehmen wir auch mal mit hier rein. Das kann ja nicht schaden. So, die Feuersteine nehmen wir hier mit rein. Fasern hier mit rein. So. Die Narco-Berries hier mit rein und die Stimberries ebenfalls. Und dann würde ich sagen, ich muss was trinken sowieso. Gut. So, ihr beiden bleibt da. Und ich würde sagen, ich gehe ein bisschen Steine kloppen. Dafür brauche ich. Guck mal, wenn ich hier drauf rumprügel, dann müsste ich Steine bis zum St. Nimmerleinstag haben, ne? Ich würde sagen, das mache ich einfach mal. So, das war schon mal hervorragend. Hallo? Auf zu ruckeln? Okay. Das war eine Schildkröte. Ja, sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, hier der Kleine reicht und dann können wir schon wieder zurück, weil es wird bald dunkel. Und dann können wir nämlich anfangen, unser Haus zu bauen. Und da hinten ist so ein weißer Drop Point. Da würde ich gerne mal hingehen, aber eigentlich. Ja, eigentlich hätte ich lieber erstmal einen leeren Schlafsack. Okay. Ich kann ihn nicht reparieren, das ist scheiße. Na gut, okay, wir gehen erstmal heim. Dann reparieren wir die zu Hause. Kann ich laufen? Ja, kann ich. Ohne Probleme. Da drüben ist ein Dodo. Hallo. Hopp, gehst du da rein? Dankeschön. So, Tür zu. So, dann gucken wir mal. Eigentlich müssten wir es jetzt ja langsam mal hinkriegen. Und wie lange nehme ich jetzt auf? Auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Mein Gott, ich habe da gar nichts gemacht. Was ist denn hier los? So, jetzt haben wir aber. Ja. Wir brauchen. So, ich wollte machen. Mörser und Stöße. Ganz wichtig. Hoppsa, irgendwas ist jetzt hier gerade mit meinem Kopfhörer schief gelaufen. So. Was ist denn hier los? So, jetzt. Jetzt geht er wieder. Warum auch, was immer da passiert ist. Schlafsack, 25 Leder, 15 Fasern. 15 Fasern, das ist nicht das Problem. Hier brauche ich auch 15 Leder. Das ist so gemein, ne? Wir haben, glaube ich, 19, ne? Ja, wir haben 19. Ja, ich würde sagen, der Schlafsack muss warten. Dings geht vor. Herstellbares.
Mörser und Stößel. So, und dann machen wir uns mal ein paar Narkoberry. Dann machen wir die Narkoberries verwursten. So. Das gefällt mir. So, Inventar. Wir legen mal. Ach so, Wir legen mal. Ich brauche Fleisch. Habe ich noch? Ja, ach was. Wasser, ich muss trinken. Ja, ihr Lieben, ich lasse euch mal kurz alleine hier. Ja. Ja, okay, das war's. Schildkröte? Nee. Ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Ja, genau. So, Tür zu. Da müssen wir halt nächstes Mal, wenn wir hochgelevelt haben, dass wir die Schleuder gelernt haben, dann versuche ich es mal. So, was brauche ich denn? Ein Holz, ein Stein und 3 Stroh. Das ist deutlich billiger. Ein Holz. Achso, die kann ich schon reparieren. Ja, warum machen wir es denn nicht? Inventar, reparieren. Ja. Ah, Stroh. Okay, uns fehlt noch ein bisschen Stroh. Moment, das kriegen wir auch noch hin. Ich wollte mich doch verabschieden. So, ich würde sagen, das war es jetzt langsam wirklich. So, die Spitzhacke wieder her und die. So, und die Steinachs bitte reparieren. Dankeschön. So, der Speer ist noch gut. Die Fackel ist auch noch in Ordnung. Die kann ich mal. Hoppsa. Die könnte ich mal essen. Ach nein, das ist nur Platzhalter oder was? Auf 8. Ja, so. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, ich hab. So, Mörser und Stößel, was kann. So, Moment. Erstmal die Kiste öffnen. So, das machen wir jetzt eben noch und dann. Und dann geht's weiter. Und zwar habe ich mir gedacht. Das Lederpack. Halt. Das Leder packen wir wieder zurück. Wir packen alles zurück, was wir gerade nicht brauchen. So. Hallo? Gehst du da mal hin? Wir haben keinen Strom mehr. Das kann doch nicht sein. Ah, ich kann nur nicht mehr stapeln wie 100. Okay, Fasern kann man ein bisschen mehr stapeln. Warum auch immer. Es ist halt so. Gut. Ich würde sagen. Oh Mann! So. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, alles klar. Ich muss sowieso zum Kaffee. Und jetzt reicht es auch wirklich. Ich möchte eigentlich jetzt nur noch. Kleiner Kothaufen. Wo ist mein Gammelfleisch? Schon verrottet, ne? Ach, da ist es. So, das ist mein Inventar. So, und jetzt hätte ich gern. So.
Wie benutze ich das? So, 6. Nein. Wie benutzt man das? Verfluchte Axt. Herstellbares. Ach, ich brauche ja noch die Narkobären. Warte, warte, warte. Wir kriegen's. So. So. Herstellbares. Ah, Narkotika muss ich erst lernen, ne? Kann das sein? Zeige in Gramme. Rohstoffe und Grundbausteine zu malen. Narkosemittel. 6 EP brauche ich dafür. Kann nur hergestellt werden im Mörser und Stößel. Okay. Ah, alles klar. Wasserschlauch? Nee, den brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ja, ich würde sagen, es ist eh Nacht. Und ja, wir könnten jetzt noch ein bisschen Dach bauen und so, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.